Moin moin und seid gegrüßt. Was ist dieses außerplanmäßige Video, werdet ihr euch vielleicht fragen. Und naja, ich weiß selber nicht genau. Jedenfalls habe ich es aus Freude über 500 Abos mal angefertigt und ja, ich hoffe es gefällt euch. Viel Spaß. Warnung, dieses Video kann Content beinhalten, der eventuell verstörend wirken kann. Ich übernehme keine Haftung. Nicht übergreifen. Trash-Talk! Trash-Talk! Trash United! Yeah! Trash Nation! Au! Du dummer Mensch, du. Ihr wisst ja, Colin Gable ist aus voller Leidenschaft Musiker. Bisher hat es mit der Karriere nicht so ganz geklappt, deswegen musste er den Ausweichfahrt als Star-Moderator nehmen. Aber in jeder freien Minute, wenn die rote Lampe auf der Kamera nicht leuchtet, versucht er sich weiterhin als Barde. Und schaut mal rein, was dabei rauskommt. So gern deine Mutter, so gern deine Mutter. Ich hab die Mutter also gern, so gern deine Mutter, so gern deine Mutter, so gern deine Mutter. Ich hab die Mutter gern. Ja, da kann ich nur sagen, holt ihn heraus, denn er hat keine Ahnung. Ja. Nein, nein, das mit dem Star nicht. Holt ihn heraus, er weiß nicht, was er tut. Naja, wir aber auch nicht so richtig, oder? Lieber Programmdirektor, hol ihn heraus. Nicht schnell. Wir füllen die. Er fühlt sich hier offensichtlich überfordert. Ja, ich glaube auch. Nein, das ist unfair. Der arme Junge muss immer mit der Technik kämpfen und hat im Gegensatz zu uns einfach nicht die Ausbildung, um das halt adäquat zu machen. Naja, oder auch um das sprachlich zu kompensieren. Oder optisch. Oder generell in irgendeiner Form der Fernsehunterhaltung. Eigentlich ist es unfair, weil eben hat er noch gesagt, seine Eltern gucken heute zu, ne? Nein! Oh, nein! Das Herr und Frau Papst, das heißt, ist alles hier heißt nur Entertainment. Papst? Das ist ja lustig. Der Unterschied zwischen den beiden ist das nicht zu fassen, ey. Hallo, Frau Papst! Die müssen ja auch nur eine CD einlegen und dann läuft's, ja? Ruhe, wir schalten auf meinen Rechner, denn ich bin ins LAN gegangen, hab dann... Ey, es ist eh... Komm jetzt rückwärts, Simon, rückwärts! Yeah, yeah! Ich war heute zu Hause, hab meinen Eltern erzählt, dass ich eigentlich einen ganz netten Arbeitsplatz mit ganz netten Kollegen hab. Was prinzipiell auch stimmt, nur heute halt nicht. Wenn man sich das Comic komplett angucken will, muss man sich hier... You've been punked! Shake, shake it, baby. Shake, shake it. Ja. MTV Taker. Oh, Moment, ich krieg einen Anruf. Giga Games, live on air, wen kann ich helfen? Hallo Georg. Also nochmal, ich soll dich grüßen und den Buddy, aber nicht den Pepper. Okay. Hey, grüßt du mich? Hallo Georg, hallo Buddy. Hey, grüßt du mich auch? Hallo, nicht Pepper. Ich sollte sie grüßen, ja. Ich weiß auch nicht warum. Muss irgendwas an mir vorbeigegangen sein. Oh, einen Moment. Ja? Ja, mach ich doch gern. Nochmal, okay. Aber jetzt aufnehmen. So, Georg hat vergessen, den Videorekorder laufen zu lassen. Hallo Georg, hallo Buddy. So. Einen Moment bitte. Hallo? Hi Felix. Ja klar, mach ich gerne. Hi Felix. Oh, ich höre gerade aus der Regie. Ich grüße hiermit die Regie. Tag, Regie. So, Don Blade, du seist gegrüßt. Oh, ich krieg einen Anruf. Etienne hier, hallo. Chris und Kasi aus der Redaktion, ich grüße euch. So, sonst noch jemand? Wolf, ich kenne deine Mutter nicht mal. Oh, ich krieg gerade einen Anruf. Etienne hier. Oh, Wonzok, willst du auch gegrüßt werden? Du willst nicht gegrüßt werden, warum rufst du dann an? Doch, ich hab Themen. Ja, aber ich werde dauernd angerufen, soll die Leute grüßen. Ja, du hast mich doch angerufen.
Okay, tschö. Wolzog hat mich angeschnauzt, ich soll endlich was Gescheites machen. Hallo. Ja. Georg, okay. Aber das war's dann auch. Okay. Tschüss. Ich grüße Georgs Mutter Bärbel. Hallo? Pepper, von wem? Ach so, okay. Tschüss. Ich habe gerade einen Anruf von Pepper gekriegt, der ja Redaktionsleiter hier quasi ist von Giga Games. Und er hat mir einen schönen Gruß ausgerichtet von unserer Programmdirektion. Ich bin gefeuert. Ja, da kann ich ja jetzt machen, was ich will. Kann mich endlich nackt ausziehen und Erdnussbutter einreiben. Sir, ich bin der Ansicht, die Beurlaubung von Schwester Espinosa und Dr. Reed ist nicht gerechtfertigt, weil die beiden nämlich nicht mit menschlichen Patienten gearbeitet haben, sondern nur mit Tieren. Nur mit Tieren? Ich bitte Sie, dieser Hund ist cleverer als die meisten Menschen. Und auf jeden Fall cleverer als Sie. Sir, ich glaube nicht... Baxter, sitz. Ted, sitz. Ted, das müssen Sie nicht tun. Ich weiß, aber ich kann das gewinnen. Baxter, sprich. Ted, sprich. Hallo. Baxter, linke Pfote. Ted, linke Pfote. Die linke, Ted. Nein. Baxter hat gewonnen, er kriegt Ihren Stuhl. Los, Baxter, hopp. Ist schon komisch. Ich will ihm nachgehen und ihn vermöbeln, aber ich bin im Moment so blau, dass ich glatt umfalle, wenn ich mich auch nur einen Zentimeter von der Stille rühre. Können Sie die aufmachen? Okay, du hast es bis hierher geschafft, ohne umzukippen oder zu kotzen. Jetzt erklärst du ihm ruhig und schlagfertig, dass das im Moment nicht geht und schon macht er sich vom Acker. Jeden Moment nicht. Reife Leistung. Mecker von Dr. Cox. Und natürlich ist der Laborant wieder weit und breit nicht zu sehen, weshalb ich die Werte nicht bekomme, die ich so dringend brauche. Wir sollten ihm einen netten Brief schreiben, meinst du nicht auch? Liebes, unfähiges, dummes Arschloch. Dr. Cox ist eigentlich gar nicht sauer. Er blödelt einfach nur rum. Okay, vielleicht ist er ein bisschen sauer. Das Zeug war überflüssig. Sind Sie fertig? Na, wie geht's? Toll, ich hab grad rausgefunden, dass ich von meinen Lieblingschips Durchfall kriege und ach, ich red nicht mehr mit dir. Wie hast du es geschafft, dass er nicht mehr mit dir redet? Ich versteh's nicht. Du hast dafür gesorgt, dass ich mich wie ein Idiot fühle. Moment, ich sorge immer dafür, dass er sich wie ein Idiot fühlt. Warum machst du so eine Nummer daraus? Du warst nicht ehrlich zu mir. Jetzt reicht's aber. Ich war noch niemals ehrlich zu dir. Mit Ihnen rede ich nicht. Endlich. Danke. Okay, der Patient hat einen Schock. Wir bestimmen also zunächst das intravasale Volumen. Was? Stimmt doch. Oh, ich weiß, ich hab dich nicht angeäht, weil du einen Fehler gemacht hast. Ich hab dich angeäht, weil mir langweilig war und ich dachte, das bringt dich aus der Fassung. Sie sind ein Spitzenlehrer, aber ähnen Sie mich nicht vor meinen Leuten an. Das ist unprofessionell. Du hast recht, Barbie. Mach weiter. Also, bei der Behandlung eines kardiogenen Schocks beginnt man mit Flüssigkeitszufuhr. Bang! Und weiter geht's. Ich bin unsichtbar, ich bin unsichtbar, ich bin unsichtbar, ich Dr. bin unsichtbar. Dr. Cox! Verdammt! Das habe ich auch gesagt. Ich kann Schleimer nicht ausstehen, Junge. Zeigen Sie mir mal die Akte. Bekommt sie Diuretika? Ja, hat sie bekommen. Ihre Werte sehen nicht gut aus. Ich glaube, wir sollten mit der Dialyse beginnen. Du bist dumm. Das war's schon? Wart's ab. Das nagt an dir. Bin ich dumm? Ja, ein bisschen schon. Hey, ab sofort ist dein Name Collie. Verstehe ich nicht. Kurzform für Brokkoli. Ich hasse Brokkoli. Oh, jetzt verstehe ich. Du Idiot. Da wurde mir klar, dass ich immer Bambi sein würde. Bis morgen, Collie. Eigentlich hat der Typ echt was drauf. Was ist? Ich habe weder was gesagt noch was gemacht. Was für einen bescheuerten Vorwurf haben Sie mit Ihrem paranoiden Verstand wieder ausgebrütet?
Mist. Warum gibt's hier kein Schild oder sowas, das... Oh. Sieh an. Sie sollten es wieder auf den Boden stellen, bevor noch jemand ausrutscht und hinfällt. Oh, sollte ich das wirklich tun? Gut, weil ich mich nämlich in meinen Entscheidungen immer nach dir richte. Ich habe übrigens vor, mich von meiner Frau zu trennen. Vielleicht kannst du ja mal darüber nachdenken und mir ein paar Tipps geben. Der Boden ist feucht, Ma'am. Ich brauche Hilfe. Schnell. Und erhöhe um 20. Schätze, er hat dich, mein Freund. Er blufft. Er fasst sich immer ans Ohr, wenn er blufft. Wie steht's, Mighty Maus? Bist du drin? Mach ihn fertig. Hosen runter. Ich hasse das Kind. Was geht denn hier vor zum Teufel? Du hast geflucht. Wirf einen Dollar in den Pott. Was? Hey, das mussten wir alle. Hallo? Oh, es gibt viele, viele, viele. Also das ist wirklich eine feine Sache, die sehen wirklich ein bisschen besser aus. Allerdings, alter Falter, habt ihr gerade die Explosion gehört? Meine Güte, das war ja ganz übel. Wir schnappen uns erstmal hier ein Auto. Ja, ich dachte, das reicht schon, dass es mich hier überall juckt und leicht blutet. Aber wer weiß. Wer weiß. Was ist denn mit dir eigentlich? Gut. Der Hundi. Großartig. Bist du schön, alte Christiane? Du bist gar nicht hübsch. Ich bin der Verstürzeste. Oder ich bin ein Spannendes. Aber ist egal. Oder? Ist ja nicht so schlimm. Nee. Ist ja alles nicht so schlimm. Wir sind ja gut versichert. Ich hab mal meinen gefunden. Oh. Ja, dann wird's wohl doch nichts mit dem Premiere-Abo, Dennis, ne? Fuck! You are victorious. Jetzt hat Simon das Pad auf den Boden geworfen. Oh, und jetzt ist er sauer. Oh, jetzt. Und jetzt greift er wahrscheinlich wieder 1 zu 4 da oben. Er macht's. Assi! Ich muss das jetzt. Hallo! Ja. Hi, TV-Simon. Ja, Simon und Eddie sind sich bewusst darüber, dass es Schwachsinn ist, aber sie kämpfen weiter. Das ist doch nicht, das ist doch zu stopp! Aufs Maul packt. Willst du nochmal oder nicht? Ach, das ist ja praktisch. Kann ich vielleicht gleich wieder tauschen. Prost. Grüß dich. Also geht's. Da waren ein paar Spinnen. Da an der Wand. Es hat sich nichts, ich habe nicht mein Land gekriegt. Doch, eins habe ich gekriegt. Habe ich jetzt ja. Ich glaube nicht, oder? Doch, eins habe ich erobert. Nein. Ich glaube nicht, dass du eins erobert hast. Wieder raus!